Leben. Darauf habe ich mich ehrlich gesagt schon den ganzen richtigen Tag über gefreut. Wow. Zuerst mal ein Schöpfchen getrunken, hat er gesagt. Woo, Techno! Ist Renek. Kommen die Flaschbier wieder nicht bei, hat er gesagt. Ah, prima. Na, scheiße, diesmal sind sie nicht richtig kalt geblieben. Ich habe den Rucksack nicht richtig gemacht, wie es hätte sein sollen gemusst, ehrlich gesagt. Aber gut. Ja, was soll's. Gestern musste ich auch die ersten 3 Bier total warm trinken. Das Vorteil am bayerischen Bier war, kann man wenigstens warm trinken. Schmeckt trotzdem. Das ist wie flüssiges Zuckerbrot. Kein flüssiges Brot war. Flüssiges Zuckerbrot, hat er gesagt. Eben, jetzt aber trinken hier. Das glaubst du aber. Eben, Pipi machen. Bürsteln. Hey. Schon ordentlich kalt hier. Hör mal. Oh, das ist absolut, man. Holy machinery. Oh. Gut, Leute. Würde ich mal sagen, nach der bisschen Stärkung hier geht's Bier trinkend weiter. Ja, gut, dann verlassen wir den wunderschönen Ort. Genauso wie wir ihn vorgefunden haben, gell? Und dann geht es jetzt hier den super geilen Weg entlang. Eine Hoffnung, oh je, das hat wehgetan, den Bäumlein. Bäumchen hat schon schwer Wachs oder Harz hier gemacht. Gut, ja, da unten sehe ich, ach, da sind sogar wieder beide. Schmeckt das Bier lecker, Leute. Njam. Sogar schleimlösend. Gut, Leute, also wie ihr seht, sind wir auf jeden Fall biertrinkend. Jetzt fällt mir die Flaschen aus der Hand, das wär's. Biertrinkend. Ich meine, bayerisches biertrinkend. Auf dem richtigen Weg. Ah, gut, Leute. Ist total anstrengend, wenn du in der einen Hand die Kamera hältst, in der anderen Hand das Flaschbier und musst auf den Boden gucken, musst in die Bäume an die Bäume dran gucken. Und hast dabei auch noch Durst ohne Ende. Wenn nicht, während du trinkst, siehst du ja auch nicht unbedingt gegen die Bäume und auf dem Boden schon mal gar nicht. Weil das Maul geht ja Richtung Himmel beim Trinken. Man trinkt ja nicht, dann fließt ja das Wasser nicht raus. Strohhalm habe ich auch wieder keinen dabei. Naja, Leute, was soll's. Ihr wisst alle, wie es gemeint ist. Hoffe ich zumindest. Gut, Leute. Bis gleich. Gut, Leute, jetzt hat hier der Weg hier vorne so eine Spitzkehre gemacht. Da, wir sind von hier oben gerade runtergekommen. Jetzt geht es irgendwie hier hinten lang, hat er gesagt. Ich höre jetzt auch ein schönes Bächlein plätschern. Eben. Plätschern vielmehr außerdem. Eben. Das stimmt ja schon, auch schon wieder. Das ist echt unglaublich, wie mal alles stimmt. Oh ja, Leute. Und hier nochmal richtig gefährlich. Fast, hier willst du langlaufen, gell? Und dann auf einmal siehst du den tollen Bach. Willst du auf jeden Fall ganz schnell hin zum Bach und knallst dich totale, volle Kanne über die Äste da im Boden. Kraust du dich dann direkt hier irgendwo rein. So wie das hier platt gedrückt ist, ist das einem auch schon passiert hier vor kurzem. Geil. Oh yeah. Das stimmt. Und hier noch einem.
Oh je, hier ist aber einer gewaltig ins Rutschen gekommen. Und da unten ist auch der Bach, Leute. Filthy. Filthy. Nackt. Aua, so ein Brennnessel. Ulei, Leute. Hier sind ja zwei Bäche. Guck mal hier. Ist der eine Bach. Der kommt anscheinend von da vorne hoch. Und hier unten treffen sie sich. Werden noch zwei Bächen eins, so wie die Werra in die. Ja. Die Eder fließt in die Fulda. Fulda und Werra vereinigen sich und bilden dann die Weser. So rum war es doch gewesen, oder Leute? Und so ist das auch mit den Bächen hier. Der kommt woanders her. Wahrscheinlich von Kubach oder so. Oh Leute, guckt euch mal hier um. Erstens hier das Zeichen bedeutet, dass hier es direkt um die Kurve geht. Eine Ecke macht. Das macht es ja hier auch. Seht ihr ja selbst. Einmal hier und da entlang. Und hier unten ist die Kurve. Und hier ist auch der Ladenwanderweg. Guckt mir, wie ich mich die Bäche hier abgelenkt haben, Leute. Das ist faszinierend mit ADHS. Ich habe ja heute noch kein Bier getrunken. Das wird näher besser, glaubt mir. Ach, gut, Leute, und hier ist wieder der Mr. Hopfenstreit. Schinderhannes da. Und dann haben wir hier wieder das, was wir suchen, Höhle. Dann sind wir hier weiterhin auf dem richtig geilen, richtigen Weg. Beautiful. Beautiful. Gut. Dann geht jetzt mal weiter hier entlang, Leute. Oh, warte mal kurz. Das wäre ja ein Ding. Weil hier oben im Feld ist die Kubacher Höhle. Kubach hat so eine Höhle unterirdisch. Da mussten sie einen Zugang zu hinbauen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das hat man nämlich bei, das hatte man nämlich bei Probebohren gefunden, weil da gibt es auch den Höhlenverein Kubach, ne? Ich fange früher an. Hier oben im Feld zwischen, ich weiß nicht, wie das Dorf heißt, wenn es Freienfels ist, ist es Freienfels, ich blende es nochmal unten ein. Und Kubach in den Feldern dazwischen, da waren früher lauter nicht ganz so tiefe Schächte angelegt, um Eisenerz halt abzubauen. Da hinten im Tal gibt es auch noch einen Stollenzugang und ich weiß auch von einem Schacht, der irgendwo im Feld sein müsste. Ja, aber... Und... hat irgendwann einmal ein Bauarbeiter, also so ein Minenarbeiter, ein Bergmann, was hat denn der da gemacht? Weil Laufen und Reden ist verdammt schwierig. Vor allen Dingen, wenn ihr hier so geile Schluchten und alles seht. Das ist ja mal richtig geil hier. Schöne Bilder. Und da hinten geht der Weg entlang. Gut, Leute, dann erzähle ich es einfach noch mal schnell zu Ende. So, und dann haben sie halt Schächte da reingetrieben, um noch mehr nach Eisenerz zu suchen. Scholz. Und an einem Tag haben sie da beim Schachtvortrieb oder was, Stollen mittlerweile dann schon drinnen, eine Höhle halt entdeckt. Riesengroße Höhle mit was weiß ich alles drum und dran, gell. Aber das war halt in den späten 1900ern. Und weil die Bauern ja das Feld dann verpachtet hatten an die Minenarbeiter, deswegen ist das auch alles wieder zugeschüttet worden. Größtenteils, also das meiste zumindest. Müsste man eigentlich auch mal ein Forschungsvideo drüber drehen. Ist das dann in Vergessenheit geraten? Bis dann irgendwann einer mal auf die Idee kam, Alter, gab es da mal eine Höhle, wo könnten die sein?
Dann hat sich irgendwann in den 70er, 80ern, vielleicht auch 90ern, ich weiß es nicht. Oh, wir haben ein neues, nächstes Zeichen. Also ich muss mich hier eigentlich auf zwei Sachen konzentrieren, dass ich euch A, keinen Müll erzähle und B, auf den Weg achte. Und C, die Zeichen auch alle finden kann. Und dabei gleichzeitig mein Bier trinken kann. Hm. Da haben sie halt den Verein gegründet und seitdem, jedes Jahr machen sie immer eine Bohrung. Das ist ja auch mit Geldaufwand verbunden. Ja, und dann haben sie irgendwann, ich meine in den 80ern, dann hier die andere Höhle entdeckt. Sind sich aber halt ziemlich sicher, dass es nicht die Höhle sein kann, die damals der Arbeiter entdeckt hatte, der Bergmann. Ja. Und das wäre natürlich möglich, dass das hier der Wanderweg zu der Höhle ist. Ja, das ist keine Ahnung. Also da bin ich jetzt selbst mal gespannt. Wenn nicht, gibt es halt ein schönes Video hier über den schönen Wald mit Bach dran und allem möglichen. Das ist schon schön hier, Leute. Hier unten hörst du schon die Schweilstraße, ja. Scholz. Gut, Leute, bis gleich. Merkt. Ja.